Willkommen zurück zu einer kleinen Runde World of Tanks. Wir fahren heute wieder den 5er Jagdpanzer der Deutschen. Den neuen 5er, wenn man es genau nehmen will. Da ja, ups, die Russen sind drin, die deutschen Jagdpanzer eigentlich noch ihren alten Stammbaum haben mit der Stuck 3. Die ich für mich auch eigentlich als besseren Jagdpanzer in Erinnerung habe. Wir fahren wieder zusammen mit unserer lieblichen Good Gamerin. Hi. Und dann fackeln wir nicht mehr lange und gehen direkt ins Gefecht. Hier wären wir auch schon in unserem Gefecht mit unserem kleinen 5er Jagdpanzer. Wenn ihr euch wundert, wieso ich nicht sage den Namen von diesem Panzer, weil der einfach für mich unaussprechbar ist. Viel zu groß, viel zu lang. Ja, nervig einfach nur. Das bei dir. Aber die Karte bin ich schon ewig nicht mehr gefahren. Also wirklich ewig. Du weißt gar nicht, ob ich die schon mal gefahren bin. Also die ist sehr selten geworden. Das finde ich auch sehr schade, weil das eigentlich so eine schöne Karte ist. Hier kannst du mit einem Heavy was anfangen, hier kannst du mit einem Jagdpanzer was anfangen und die Arti kann auch überall mal reinfeuern. Wobei, ich sehe gerade, wir haben keine Arti. Das macht einen doch gleich ganz glücklich. Alter Leute. Nehmt da einfach mal die Gegner raus. Ich bin raus. Okay. Das ist jetzt weniger gut, aber okay. Alter! Da prescht ein experimenteller UI durch. Sind immer so diese Momente. Ach nee. So diese Och nee Momente. Ja, au. Du bist von hinten getroffen. Ja, was soll ich dazu sagen? Das sind halt eben so eine Momente, der. Bam! Durch die Kanonenblende durch. Au. Kann ich auch. Aber du kannst es schneller. Scheiße. Ja, jetzt ist doch was war. Ja. Ich habe zu spät mitbekommen, dass das ein KV-1S ist. Und ja, der schießt leider etwas schneller als meiner. Ja, M1. M8A1. Das hat er sich zurückfallen lassen. Au. Ich fand die kleine Mücke auch immer früher geil. Falls sich jemand wundert, wenn ich von früher rede, ich habe früher schon mehrere Profile gehabt, wo ich auch schon besser drin war. Wir haben einen kleinen T34. Ja, wir sind ausgenockt. Ja. Wenn man allein unser gesamtes Team gerade anguckt. Die haben 12 Kills, wir haben 5 hier. Obwohl das eigentlich so eine geile Runde war. Ja, und wir haben nur noch 3 Panzer. Ja klar, die haben uns jetzt... Ich korrigiere mich, wir haben nur noch 2. Okay, ich bin gerade auf den KV-1. Da steht gerade minus 3 Lebenspunkte. Das ist hart. Oh, ich dachte ja. Null. Ich dachte, 0 ist die Grenze, aber minus 3? Okay, World of Tanks? Hut ab. Ja, es war ein schlechtes Gefecht. Demnach, ja, sieht auch unser Team. Ey, ich bin der Zweitbeste mit Schaden. Cool. Läuft bei dir. Und ich habe Plus gemacht. Also, kann ja nicht so schlecht sein. Gut, wir sehen uns dann in der nächsten Runde. Hier wären wir auch schon in einer kleinen Runde... überfüllt mit Sechsern, was eigentlich schon so ziemlich mies ist, weil ich fahre einen 5er. Gut, ich habe eine 8er Kanone, aber das sollte jetzt auch nicht der ausschlaggebende Punkt sein. Beziehungsweise eine Good Gamerin fährt einen 4er. Ja, das ist keine gute Runde für mich.
Ja, du hast ein Scout-Matchmaking, das heißt, zwei Ränge höher kommst du locker rein mit deinen. Aber trotzdem ist das immer so ziemlich scheiße für die Scouts, finde ich. Weil die haben trotzdem keine stärkeren Kanonen oder so, dass sie wirklich was ausrichten könnten. Deswegen finde ich allein diese Taktik von World of Tanks, ich sag jetzt mal, diese Scout-Reihen sind auch nur auf ihren Level her was wert. Wenn sie dann aber höher eingestuft werden wie jetzt, dann bringen die auch nichts mehr. Wenn ich einen kleinen schnellen Panzer fahre, sonst würde ich den nicht mal ewig brauchen, um dich zu finden. Oder besser, um dir zu dir zu kommen. Ja, ich bin gerade hier dabei, den Berg der Berge zu erklimmen. Mit meiner kleinen Luftabwehr hier. Falls ihr euch wundert, wieso ich Luftabwehr zu dir hier sage, ich zeig's euch mal. Schaut euch mal das an. Wer sagt, wer kann dazu nicht Luftabwehr sagen? Was anderes wurde da, glaube ich, auch nicht konstruiert. So, da bin ich. Unten. Ja, von der Seite kommt gleich ein Cromwell, ja. Ja, ich sehe schon. Aber wir haben keine Arti, das ist schon mal ein großer Vorteil gerade. Weil da kannst du nämlich auch ein bisschen, kann man auch etwas anders hier kämpfen. Wollen wir jetzt nicht hinten rein? Nee, nee. Kannst ruhig auch hier dich irgendwo vorne ins Gebüsch auch mal stellen, weil du hast eine höhere Sichtweite als die meisten hier. Dadurch, dass du ja als Scout eingestuft wurdest. Da ist einer. Ich habe versucht zu. Natürlich. UI for the win. Also, ich kann nicht verstehen, wie Wargaming sowas durchgehen lässt. Diese UI-Sparte. Klar sind sie langsam, aber die sind gut gepanzert. Ist sehr gut gepanzert und die Kanone zerfetzt einfach schon im selben Rang, fast mit One-Shot. Das sollte eigentlich nicht so der Fall sein. Na ja gut, dann gucken wir uns noch etwas die Good Gamerin an. Wie sie sich versucht an einem OI. Ach, jetzt, der ist abgehauen. Naja, der ist wieder verschwunden. Und ich denke auch nicht, dass du durch ein OI durchkommen wirst. Wenn selbst ich Mühe habe mit einer Achterkanone. Pass lieber auf, dass er nicht auf dich schießt. Wobei, es könnte sein, dass er sich schon sagt, die hat zu wenig HP noch und dann ist nur noch ein Leckerbissen. Okay. Ich verstehe es nicht, wie ein VK 3002M und ein Cromwell hier oben stehen können und snipern. Weil der Cromwell ist eigentlich der beweglichste Panzer hier aktuell auf dem Spielfeld. Und der müsste eigentlich scouten. Der müsste vorscouten, der müsste kämpfen, der müsste machen. Der spielt so total gegen seinen Panzer. Und der VK 3002M, gut, den habe ich noch keine weiteren Erfahrungen, aber ich glaube, der ist auch nicht gerade zum reinen Snipen gemacht. Na gut, wir sehen uns dann wieder in der Auswertung. Gut, da wären wir auch schon in der Auswertung eigentlich. Allerdings, wir hatten es aktuell beide verpennt, die noch zu machen. Und von daher, wie ihr seht, World of Tanks zeigt ja nichts weiter mehr an. Und da wollte ich mich trotzdem aber noch von euch verabschieden. Und
Hiermit Ade. Wasche. Tschüss.